Ah. Dem Schneggerler beim Arbeiten im Garten zuschauen. Ja, genau. Gibt nichts Schöneres, liebe Leute. Ja, Willkommen bei Live in der Gartenarbeit. Ja. Live dabei, statt mittendrin. Hallo. Hallo. Ja, erstmal Mampfen hier. Ah, schaut euch mal den Wald an, den wir hier hinten inzwischen schon kultiviert haben. Und heute kommt die, ja, ich würde es ja fast Scheißarbeit nennen. ja, das Dach. Das Dach. Der Horror beginnt. 20 Folgen später. Ja. Oh, ich traue mich gar nicht hin. Doch, komm. Also gut, dann baue ich mir jetzt erstmal... Ach, hier habe ich ja schon lauter Holz. Dann baue ich mir jetzt erstmal eine Werkbank, damit ich nicht hier ständig runterrennen muss. Den Kacken hier, den brauchen wir nicht. Doch, das Schwert könnte ja sein, dass mich jemand angreift hier oben beim Dach bauen. Und dann pflanzen wir mal das Ding dahin. Und ich will haben... Stiggies brauchen wir erstmal. Ganz, ganz viele Stiggies. Weil wir werden das Ganze mit Zimmermannsblöcken gestalten. So, hier noch. Dann das hauen wir auch noch weg. Wieso habe ich jetzt das gute Fichtenholz genommen? Boah. Ey, Fichtenholz weil haben wir nicht viel da, ne? Ja, ich hab gefarmt, aber doch, hier hab ich auch noch Fichtenholz. Ah, aber ich nehme lieber Schwarzeichenholz, was ich hier noch hab, um das Dach oben, die Zimmermannsblöcke zu bauen, weil da ist es völlig wurscht, was ich da für ein Holz nehme. So, wie war denn das jetzt noch gleich? Schwarzeichenholz und dann einmal hier außen rum. So müsste es eigentlich gewesen sein. Genau. Bams. Bams. Babons. Und zack. So, alles klar. Zimmermannblöcke haben wir jetzt ganz viele. Ah, hier habe ich noch die Box drin, weil Schnecki baut ja jetzt langsam wieder die Dekoration hin und dann schaut es auch wieder viel, viel besser aus, weil gerade im Moment schaut es ja nicht wirklich toll aus, das Haus. Außer die pure Größe, aber mit den ganzen kleinen Blümchen und Dekoration und das Klingsterbümsgedöns ist natürlich viel, viel schöner. Keilförmige Rampe. Nein, da brauche ich schon wieder Stickies. Schräge Innenrampe. Was? Was? Hm. Wer bist du denn? Ja. Eine schräge Innenrampe ist doch genau dasselbe. Schräge Außenrampe. Oh nein! Ja, das kann ich ja sowieso alles, Stiggies. Sticken, Stixens. Fichtenholz wollte ich nicht dafür benutzen. Schwarzeichenholz. Ja, da haben wir wenigstens eins da. So. Ja, aber auch nicht mehr so viel. Ja, so, aber da hier kann ich ja mal schnell fällen gehen, da hier haben wir ja noch Bäume. Da. Das behalten wir mal über. Und zack. So, was mache ich jetzt mit den Blumen? Soll ich immer die gleichen reinmachen oder immer verschiedene? Na, verschiedene. Ja, aber ich habe noch nicht viele. Ich muss erst noch mal auf Tour gehen. Ja, dann können wir in der nächsten Folge gehen wir dann, also da höre ich mal mit dem Dach auf und da gehen wir dann mal auf Blümchensuchtour, okay? Ein bisschen auf die andere Seite runter. Auf der einen Seite war ich schon. Oh, ohne mich. Ja, oh, da ist ein Loch drinnen. Hilfe. So, wie baut man nochmal eine Leiter? Ich komme mit den normalen Sachen gar nicht mehr klar. Ich glaube, das waren die Stickies, oder? So und so. Ja, genau. Ich habe schon. Aber ich brauche mehr als... Oh, Mann. Ich muss irgendwo... Nein, oh, toll, jetzt pisst es regnet. Mal. Ich muss irgendwo mal deinen Balkon zerstören, weil sonst komme ich nicht raus. Ja, kannst du ja machen. Ich repariere dann schon wieder. So, noch eine Leiter. Okay, dann gehen wir mal
irgendwo einfach mal. Stopp, nee, wir müssen hier am besten rauf. Komme ich da hoch? Ja, so. Alles klar. Oh Gott, wie fange ich da jetzt am blödsten an? Hm. Und wenn es auch das Regnen aufhören würde, dann wäre das noch viel, viel schöner. Puh. Also, ein Stückelchen müssen wir hier auf jeden Fall raus. Oder sogar ein sehr, sehr großes Stückelchen und ein bisschen weiter runter. Na, gute Frage. Nächste Frage. Ich muss es selber kaputt machen. Hä? Redest du mit mir? Ja. Ach, ich hab schon den Balkon kaputt gemacht. Alles klar, dann kann ich ja auch hier lang. Ja. Ah, jetzt bin ich abgestürzt. Verdammt. So, okay. Hier rüber. Und dann darüber. Darauf. Eins darauf. Ach, mal die Gartenlampen wollte ich auch noch machen. Ja, doch, so weit runter wäre schon angebracht. Oder vielleicht sogar noch weiter runter. Mal ganz kurz. Wenn ich hierher gehe und dann hierher gehe, dann komme ich hier einmal vorbei. Ja. Und dann noch eins weiter runter. So. Gut. Alle Drotscher. So. Und so. Haha. Ah, ich hab Angst. Ball. Ja. So. Aha. Boah. Ich sag dir eins. Schneggala. Ich glaube, ich stürz gleich wieder ab. Ja, schau mal, wo ich gerade hier rumhantiere. Im Regen, ja, dann weißt im Regen. Lalalala. Ja, da unten ist ja der natürliche Fluss. Da falle ich hoffentlich da rein, dann passiert mir nichts. Ach so, stimmt. Auf der Seite bist du ja. Ja. Auf der anderen Seite baue ich noch nicht, weil ich will das von der Biene noch nicht zeigen. Ich will noch ein bisschen warten, bis es soweit fertig ist. Weil die Biene baut da drüben was total Cooles. Was total Cooles. Wird's dunkeln, wir müssen schlafen. Also, achso, einer von uns muss ja immer nur schlafen. Ne? Genau, dann leg dich dann doch mal hin. Dann leg ich mich hin. Dann hört's vielleicht auch das Schiffen auf. Ja. So ein bisschen. So, warte mal. Zwei raus? Ja, zwei raus ist in Ordnung. Juhu! Regnet immer noch. Nein, es hat aufgehört. Cool. Ah, scheiße, ich brauche ein Ding. Also, ich will ja nicht motzen, ne? Aber das gefällt mir immer noch nicht mit der Treppe. Mit welcher Treppe denn? Die Treppe, die hier in den ersten Stock hochgeht. Ja, aber es geht nicht anders. Ich weiß, aber... Es geht wirklich nicht anders, Schnecki. Allmächt ist das hoch. Oh, Gott sei Dank bin ich Zimmermanns. Da nicht oben. Also Block des Zimmermanns und Eisen. Eisen habe ich, glaube ich, noch ein paar hier. Genau. Und die Blöcke haben wir sowieso. Zack, zack. Schnie, schna, schnuck. Irgendwo habe ich auch irgendwo einen Hammer rumliegen, aber bis ich den jetzt finde, baue ich was mir lieber so schnell selber ein. Hast du einen Zimmermannshammer? Ja. Habe ich auch einen. Weil bevor ich den jetzt... Ach, ist das schön hier. Ja. So, aber es wäre aber fein, weil mit dem Hammer, werdet ihr jetzt gleich sehen, da dauert das 3000 Milliarden. Oh, geil. Geil. Nee, aber brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Aber könntest du jetzt mal das so hinmachen, wie ich das haben will? Ey. Was? Der macht es nicht so, wie ich das haben will. Du machst wohl was falsch. Ah. Okay. Warte mal. Ah, nee, das ist auch der falsche. Das ist auch der falsche. Falsch. Falsch. So. Drehst du das jetzt rum? Alt. Ach, nee. Da wirst du ja wahnsinnig.
Du musst jetzt hier mal den Baum halb fällen. Jetzt hat man der endlich. Wächst hier voll mit rein. Ist Absicht, dass der Baum hier reinwächst? Wo rein? Na, hier auf der anderen Seite, wo du... Achso, ne, da kannst du ja gerade nicht drüber, weil die Biene da ja sonst... Ja, ja, aber das hat ja auch die Biene gebaut. Ach so. Wieso baut denn der das nicht so, wie ich das haben will? Menno, muss ich da jetzt mit Erde arbeiten oder was? Hast du Erde irgendwo ganz viel? Unten im Lager? Im Lager ist eine, ja. Das Holz lade ich da erstmal ab. Holz abladen. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganze Erde her habe. Naja, vom Wegflächeln, Flächen, Flächendächen, Dachen, Schnacken. Ah, ich habe genau gewusst, so Dach bauen, das ist wirklich eine Horrorarbeit. Da bin ich dann, ja, ziemlich lang beschäftigt mit dem Scheiß dann. Und wo ist denn hier Erde? Da Steine? Da ist Erde. Ha! Zack, 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 zack. Jawohl, ja. Oh, wenn ich jetzt abstopp, sterbe ich. Brauche mich nicht weiterbauen. Streng dich an, Marle, streng dich an. Frag doch mal mich. Dann wirst du es verstehen. Okay, alles klar. Dann muss ich hier andere Seiten aufziehen. Wo ist jetzt die Erde hin? Da. Was brauchst du jetzt Erde? Bam, 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 bam. Ey, und genau da, wo ich jetzt stehe, da ist natürlich so ein Block draußen, ne? Was für ein Block? Da ist eine schwarz-alte Holzstufe ist da weg. Hä? Ja, weiß ich nicht, warum die da weg ist. Muss halt nachher mal gucken. Jetzt halt laufe ich halt da wieder vor und fange von der anderen Seite an. Na, da kommt vielleicht sowieso noch Erde hin um das Haus. Ziemlich viel. Ja, weil ja, nein, am Balkon ist eine weg, Christian. Eine Stufe. Die mache ich jetzt wieder hin. Warum habe ich hier eigentlich mit Holz gebaut? Was schön ist. Nein. Holz ist ein schöner Rohstoff. Mein Hilfsgerüst habe ich mit so komischen Schwarzeigenholzblöcken gemacht. Hätte ich lieber Erde nehmen sollen. Oh Gott, und wie komme ich dann von da unten, dann dran? Ja, streng dich mal ein bisschen an, ne? Ja, okay, wenn ich dann über dem Haus bin, dann wird das Ganze ein wenig leichter. Aber jetzt bin ich noch überm Abgrund. Und das ist ein bisschen schwerer. Genau so. Ah, jetzt bau halt hin. Bau halt ich hin. Ich brauche gleich mal noch ein paar Blumen. Oka, loka. Und das blöde Lied. La 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 la. Soll ich? Was? Haha. No risk, no fun. Ich bin gerade über so einen kleinen Absatz drüber gesprungen und wenn ich runtergefallen wäre das übel ausgegangen. So, weil jetzt kann ich das nämlich hier hin. Nein, der macht trotzdem noch falsch. Was soll das? So, muss ich ganz runter. Ich bin ja gespannt, wie es Dach wird. Mach erstmal die Reihe dann einmal dann darüber. Ja, ich bin auch gespannt. Glaub's mir. Wo hat denn der Markus eigentlich hingebaut? Das habe ich heute schon mal gesucht, aber habe nichts gefunden. Auch hier oben aufs Plateau oder woanders? Er hat komischerweise in einen anderen Chunk reingebaut. Und das bedeutet. Ist ein anderer Chunk? Ja, das ist diese Bereiche, wo der Server berechnet. Und eigentlich ist er recht nah und baut so dermaßen groß, dass man es auch sehen müsste. Aber dadurch, dass es in einem anderen Chunk ist, berechnet der Server das nicht. Und man sieht es erst, wenn man ziemlich nah hinkommt. Ich kann es ja dann mal zeigen. Ja. Oh, komm. So. Ich habe jedes Mal die richtigen Abstände, weil sonst kriege ich hier echt die Krise. Du musst sie durchzählen. Ja, mache ich ja. Nein, jetzt hat er wieder nach unten. Ah.
Da wird mir ganz Angst und Bange. Geh weg da. Nein, ach, da kann ich hier die auch noch bewegen. Genau das. Das hat ja der Gronkh auch rausgefunden, dass wenn man Shift drückt bei den Zimmermann Sachen und mit dem Mausrad scrollt, dann kann man die umbauen. Aber das will ich jetzt gar nicht. Was habe ich denn jetzt eingestellt? So, genau. Na Gott sei Dank. Okay. First stage is ready. Ah, oh, jetzt kann ich nicht weitermachen, weil du da stehst. Du da baust. Hä? Ja, baust weg, das brauche ich nicht mehr. Ich muss dann später von unten zwar alles noch wegholzen. Nein, jetzt habe ich hier meine Töpfe nicht. Gegentreppen machen. Okay, da komme ich jetzt immer weiter. Boah, Christian, bevor du in das eine Eck da hinten reinbaust, muss ich nochmal da komplett meine Blumentöpfe setzen. Komme ich da nämlich nicht raus. Also ich zerstöre nochmal einen Balkon. Nein, ich will doch da keine Erde reinmachen. Hallöchen, Popöchen. Ja, hallo. Hallo, wer ist denn da? Ja, der Markus. Eben, und? Dankeschön. Ja, das hab ich sofort erkannt. Ja, aber pass mal auf, das war jetzt so eine sanfte Stimme. Ohne dass einem die Ohren davon fliegen. Deswegen war ich jetzt etwas verwirrt. So kenne ich deine Stimme gar nicht, Markus. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Du nimmst übrigens gerade mit auf. Ja. Ist ja normal. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann können wir nämlich dann gleich in der nächsten Folge, wenn wir auf Safari gehen. Ja, wenn wir auf Safari gehen, dann können wir gleich mal beim Markus vorbeischauen. Ja. Oha, ob das eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Warum? Ja, ich bin ja noch nicht annähernd fertig. Hallo? Ja, weil den Progress wollen wir doch zeigen hier. Weißt du, Progress, stehen geblieben. Den Raid Progress. So, wie war das nochmal? Hier mit Shift Linksklick, genau. Hui. Ich hab keinen Sandstein mehr. So, übrigens, Leute, ich baue jetzt hier erstmal einfach nur die Schräge als Dach komplett. Und diese kleinen Erkerfenster, die kommen dann später. Du bist immer noch auf Dauer senden. Nee, der ist nur sehr intensiv. Buha. Ich warte wieder auf Push-to-Talk. Voll die epische Musik jetzt gerade hier. Ja, aber Leute, bis zur nächsten Folge und da gehen wir auf Blümchensuche. Stopp, aber bevor wir auf Blümchensuche gehen, legen wir zwei uns nochmal kurz schlafen. Schneggi? Warum ist es doch noch hell? Ja, aber es wird gleich dunkel. Und ich will das im Hellen zeigen noch. Oh, kannst nur nachts schlafen. Toll. Hallo, wird Nacht. Ach, der muss ich nicht schlafen. Ach so, der Markus ist der Markus ja, schon drin. Genau. Deswegen müssen wir schlafen. Ach so. Gute Nacht. Ey, sag mal, Server, willst du mich jetzt verarschen? Hier ist doch schon alles stockenfinster. Nein, jetzt hat. Die Sonne geht unter. Und die Sonne geht auf. So, jetzt hat. Wakey, wakey, rise and shine. Good morning, everyone. Okay, ab dafür, runter, dann können wir uns das Dach mal von unten anschauen. Kommst du auch mit? Ich? Ja. Ja, ich brauche jetzt dann noch was. Wo bist du jetzt hin? Ach so, runter. Ja, ich gehe einfach zum Garten hinter oder zumindest auf die Wiese da hinten raus. Und dann bin ich gleich mal gespannt, ob das hier... Ja, scheiße. Welche Wiese bist du raus? Ja, halt hier draußen... Nicht in deinen Garten rein, sondern außerhalb von deinem Garten. Da ist ja überall wilde Wiese. Okay, ja, mit dem Ersatzgerüst schaut es natürlich jetzt etwas komisch aus. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man da das Holz hinmacht. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ja, aber keine Erde. Na, da kommst du jetzt immer raus. Doch, hier, schau. Ach so. Und genau so könnten das Viecher eigentlich auch schaffen. Aber ich weiß nicht, ob die so schlau sind wie ich. Ja, man sieht ja noch nicht viel, ne? Ja, es ist schlecht. Aber auf jeden Fall, es geht erstmal nur darum, ich bin ja drei rausgegangen
Oder zwei, ja, drei bin ich rausgegangen und zwei in die eine Richtung. Ob das zu der Dimension vom Haus passt. Weil es soll ja überstehen, es soll aber nicht so weit runtergehen, weil man soll ja vom Balkon aus noch was sehen können. Stimmt, das habe ich jetzt noch nicht überprüft. Ja, jetzt wird die Folge wieder ewig lang, aber das ist mir egal. Ach, das machst du jetzt noch? Ja, da schaue ich noch schnell, ja. Weil in der nächsten Folge sind wir ja unterwegs. Da baue ich ja erstmal gar nicht mehr und dann... Ja. Wäre es natürlich doof, ey. Zwei Folgen warten, bis man dann sieht, was Sache ist. Nee. Nee. Oh. Ach nee. Gut. Meine Kühe sind fei immer noch angeleint. Ja, ja. Habe ich vorhin auch schon gesehen. Ja, der Balken kommt hier ja noch weg. Vielleicht? Nee, das eigentlich. Eine Schaf schnallt's einfach nicht. Hallo, hier, komm. Eigentlich kommt der Balken komm. Nicht mehr weg. Kannst du mal bitte mit raufkommen? Gleich. Was machst denn du da schon wieder da unten? Mein Schaf füttern. Das eine, das hängt in der Ecke da hinten drin und deswegen können die nicht. Ne? Ja, da habe ich irgendwas, irgendwo habe ich es gesehen, ich glaube beim Falk oder so. Da gibt es diesen Fehler, dass das im Eck ist und man kann den Fehler ausmerzen, indem man ins Eck, glaube ich, nochmal einen Zaun reinbaut oder einen Block oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Auf jeden Fall sind sie dann nicht mehr im Eck. Weil das ist in dieser Minecraft, in dieser 1.7.10-Version, ist das so ein Bug. Muss ich meine Hühner noch füttern? Und wenn ich alle meine Tiere versorgt habe, dann... Aber wo sind noch Hühner? Ja, sorry. Dauert halt. Man muss sich halt um seine Tiere kümmern. Ja. Ja, wenigstens haben wir was zum Glotzen da unten. Tiere? Nein, dich. Mich? Wieso mich? Weil du eine Augenweide bist. Oh. Oh. Heute aber wieder. Brauchst du irgendwas? Da, wo bist du denn jetzt? Ja, oben auf dem Balkon. Du musst gucken. Guggerlucken. So, hier geht der Name lang und dann geht er dahinter und dann einmal rauf. Einmal will rauf, das Bauernhaus auch endlich mit Shadern sehen. Einmal rüber. Einmal quer durch den ganzen Raum. Du bist aber langsam. Ja, ich bin hungrig. Jetzt. Da. Uah, ich hab doch was zum Essen. So, also pass auf. Du siehst ja, wie wir beide am Spachteln sind. Wenn du hier stehst, ja, ist ja dieser untere Querbalken, ja. Ja, der ist ja irgendwie so schon ein bisschen im Weg. Oder findest du, das passt so? Nee, der ist schon im Weg. Ja, aber so weit kann man ja eigentlich gar nicht gucken. Weil da hinten ist ja sowieso nichts mehr. Ja. Weil das dann lass es doch so. Ja, weil das Problem ist, ich will hier unten noch so auch noch Schrägen hinbauen. So, ich kann es euch mal kurz zeigen. Dann kommt das hier mal weg. Weil hier unten soll nämlich dann so auch noch schräg sein. Und da natürlich auch. So, genau. Okay. Und verkleiden, oder wie? Wie verkleiden? Ja, da kommen dann jetzt noch was drauf. Ja, da kommen noch Verkleidungen drauf. Und es würde schon besser ausschauen, wenn das hier wäre, oder? Wir lassen die untere komplett weg. Ach, das überlege ich mir noch. Ja, also bis zur nächsten Folge und da gehen wir auf Blümchensuche. Ciao und den Markus besuchen wir auch mal. Ja. Ja, genau. Ciao.